Franziska. Und ja, sie ist ein bisschen unbewusst vielleicht nach Franz benannt. Nach einem Franz, der am 10. Oktober 1887 geboren ist, aber von dem wir in der Familie, ja, man wusste, dass er ja, Priester war. Er stammte vom Elternhaus meines Vaters und ist aber schon mit 10 Jahren, so wie es damals üblich war, als zweitgeborener Sohn ins Petrinum gekommen, nach Linz, und wurde dann 1911 zum Priester geweiht, feierte Primiz in Bad Kreuzen, wo auch ich herkomme, und war dann lange Jahre Feldkurat im Ersten Weltkrieg. Das scheint ihn sehr zu prägen, denn er setzt sich dann, er ist dann auch im Zweiten Weltkrieg in der, ja, eher in der geheimen Seelsorge tätig. Er hat viel Briefkontakt mit Soldaten und es tut ihm irrsinnig weh, als es bei einer Gestapo-Hausdurchsuchung es die Gestapo auf diese Briefe abgesehen hat. Er kommt dann 1922 nach Kriegsgefangenschaft nach Egelsberg ins Innviertel und das bleibt dann sein Wirkungsort. Er ist in Egelsberg, so habe ich den Pfarrchroniken entnommen, sehr umfangreich tätig. Er bringt ja, das gesamte Pfarrhaus auf Vordermann, elektrifiziert alles selbst. Er ist auch handwerklich, also sehr geschickt, wirtschaftlich äußerst aktiv und auch politisch aktiv. So ist er eben in der Vaterländischen Front aktiv. Sein Anliegen scheint dabei allerdings weniger parteipolitisch zu sein und man liest dort auch nichts in den Dokumenten, die ich dann studiert habe, irgendetwas von einem, ja, wie es damals in den 30er Jahren üblich war, auch bösartigen Hetze gegen den politisch anderen, sondern ihm scheint es wirklich um ein umfassend Gutes gegangen zu sein, für die Leute in seinem Ort tätig zu sein, seelsorglich, wirtschaftlich, um die Einheit scheint es ihm gegangen zu sein. Und er wird dann auch zum Ehrenbürger in Egelsberg ernannt. Am 12. März 1938 marschieren die deutschen Truppen in Österreich ein und schon von diesem 12. März 1938 ist in den Gestapo-Akten, die übrigens über 200 Seiten umfassen, was mich für einen kleinen Landpfarrer wie Franz Brunner und seine Schwester Anna Brunner, die gemeinsam mit einer zweiten Schwester Josefa in Egelsberg am Pfarrhof gelebt haben, sehr wundert. Und da merkt man, wie tief das Böse geht, wie tief es in den letzten Winkel dieses Landes gegangen ist. Dass man einen, ja, in so einem kleinen Ort, der gerade mal 1200, glaube ich, Einwohner hat, Egelsberg, einen Pfarrer bespitzelt, seine Schwester bespitzelt, die dort Hauswirtschafterin war, und versucht, ihm alles irgendwie nachzuweisen, wo er nicht irgendetwas gesagt haben könnte, was dem Regime zuwider war. Im März tritt er über die deutsche Grenze, ja, damals noch Grenze zwischen Deutschland und Österreich, mit Flugblättern pro Österreich gegen den Krieg. Es wird sofort nach Berlin gemeldet. Der Ortsparteiobmann meldet sofort, dass Franz Brunner, der Pfarrer, nicht auf Parteilinie sei. Und so beginnt sich dann in den Folgejahren der Kreis immer enger zu drehen, rund um Franz Brunner und die übrigen Pfarrer im Dekanat Ostermitte. 1940, am 11. März, findet eine Hausdurchsuchung, die erste Hausdurchsuchung im Pfarrhof statt. Und das geht dann das ganze Jahr 1940 so weiter. 1941 ein Gestapo-Verhör, wo es unter anderem um dieses Frühstück, das er gemeinsam mit seiner Schwester Anna bereitet hat, für die französischen Kriegsgefangenen geht, dass er eine Messe gehalten habe am Weihnachtstag für sie. Im Brief eines SS-Sturmbahnführers vom März 1941 heißt es, und ich zitiere daraus: Nach Inschutzhaftnahme des Pfarrers Wacht aus Feldkirchen geht es darum, gleich eine größere Gruppe Geistlicher zur Verantwortung zu ziehen, ohne dabei den hiesigen Verbindungsmann zu exponieren. Es gab also einen Spitzel in diesen Kreisen. Pfarrer Brunner und Pfarrer Wilflingseder haben regelmäßig Treffen abgehalten. In dem Brief an das bischöfliche Ordinariat, das Franz Brunner nach dem Krieg schreibt, heißt es, dass diese Treffen dem gedient haben, dass sie sich geistig gegenseitig bestärkt haben, um ja, diese Lage auszuhalten. Zu Weihnachten 1941 kommt die Gestapo am Pfarrhof vorbei und will Pfarrer Brunner mitnehmen. Er ist allerdings nicht da, er weiß allerdings jetzt, was ihn tut.
Er regelt dann Berufliches und Privates und am 6. Jänner steht die Gestapo endgültig vor der Tür und überstellt ihn ins Polizeigefängnis Linz. Und in ihm ist klar, und das ist wahrscheinlich auch den übrigen Priestern klar gewesen, die an diesem Priestertreffen teilgenommen haben, und Pfarrer Brunner war der Letzte, der aus diesen Kreisen verhaftet wurde. Er sagt in dem Brief ans Ordinariat: Ich wusste, entweder ich lege ein Geständnis ab, dass ich Fremdsender gehört habe, oder ich komme ins KZ. Und wenn ich das Geständnis ablege, dann habe ich zumindest die Chance auf ein Gerichtsverfahren. Und daher gesteht er, dass er Fremdsender gehört hat. Er wird dann von Linz nach Ried überstellt. In Ried wird ihm das Verfahren gemeinsam mit seiner Schwester Anna gemacht, wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen. Er kommt wieder zurück nach Linz und wird dort dann verurteilt wegen absichtlichen Hörens von Auslandssendern zu 2,25 Jahren Zuchthaus. Er kommt dann ins Schwerverbrechergefängnis Straubing nach München, nach Bayern. Und er schildert dann, ja, wie er, erstens, wie furchtbar diese Überstellung war, die Demütigungen, die er besonders als Priester, denen er als Priester ausgesetzt war, und wie dort draußen wir quasi mit ihm ein einziges Mal die Nerven durchgehen und er darum bittet und bettelt, dass man ihn doch erschießen möge, was ihm aber nicht gewährt wird. Er verliert alle Zähne, die Prothese hält nicht mehr, das Essen wird zur Qual, und immer wieder aber hat er immer wieder taucht in dem Brief ein Schutzengel namens Fräulein Ehre auf. Ich weiß nicht, wer das ist, vielleicht kann mir irgendwann mal wer helfen. Fräulein Ehre schaut darauf, dass es in Linz einigermaßen gut geht. Sie beobachtet den Transport nach Straubing, verfolgt es auch dorthin und richtet es irgendwie ein, dass er über einen Rechtsanwalt dann am 30. September 1943 auf Bewährung entlassen wird, wo er dann von seiner Schwester abgeholt wird und nach Edelsberg zurückgebracht wird. Er ist gesundheitlich dann schwer angeschlagen und übernimmt aber dann trotzdem wieder im Jänner 1944 den seelsorglichen Dienst. Allerdings nicht mehr die Landwirtschaft, die große, die auch damit verbunden war mit dem Pfarrhof. Und er stirbt dann 1957 in Edelsberg. Was für mich am beeindruckendsten war an seinem Brief und an dem, was ich im vergangenen Jahr recherchiert habe, ich hatte am Anfang nur den Brief von Erna Putz und der war schon schockierend genug, wenn man von null auf diese Schilderungen kommt. Und dann finde ich eben diese über 200 Gestapo-Akten, die Bespitzelung, die Hetze, das gegenseitige Denunzieren, wo die NS alle möglichen Leute, die irgendwelche Hauswirtschafterinnen, Soldaten, alle Leute, die man irgendwo findet, befragt, genauestens verzeichnet, wo denn nicht irgendwo ein Wort gefallen sein könnte. Am eindrücklichsten ist für mich aber gewesen, wie Franz Brunner selbst seine Verfolgung deutet. Nämlich, es scheint aus dem Brief vor allem heraus ein tiefes Gottvertrauen, das es ihm ermöglicht, diese schweren Stunden und diese jahrelange Bedrängnis, nicht zu wissen, wann die Gestapo kommt, und es war gewiss, sie würden kommen, zu ertragen. Ich möchte nur vielleicht zwei Zitate aus diesem Brief an das Ordinariat bringen. Einmal fragte mich ein Kamerad, es war zufällig ein Graf mit bekanntem Namen: Sag mir, Brunner, wie kannst du immer so gut aufgelegt sein bei all unserem Elend? Und ich antwortete darauf, weil ich überzeugt bin, dass ich keine Stunde länger hier bin, als es der Herrgott. Und solange er es will, bleibe ich gern. Es war für mich wirklich eindrücklich zu sehen, dass gerade, also in den 30er Jahren noch, hatten wir ja diese intensive Feindschaft zwischen christlich-sozialen und Sozialisten. Und er ist selbst politisch aktiv gewesen. Und er sagt aber: Nein, hier, ich habe die Gelegenheit genutzt, Freundschaft zu schließen, insbesondere mit Sozialdemokraten und Kommunisten. Also er scheint wirklich ein Mensch gewesen zu sein, der nach Gemeinsamkeiten gesucht hat. Und er geht sogar zu weit, und das fällt mir eigentlich am schwersten zu verstehen, aber wahrscheinlich geht es nur, wenn man das ertragen hat: Es war gut, dass so viele Priester in den Kerker und ins KZ wanderten, denn dadurch lernten viele den Priester kennen, wie er wirklich ist. Wenn man in solcher Lebensgemeinschaft mit einem Schicksalskameraden Tag und Nacht verbunden ist, kennt man ihn durch und durch. Franz Brunner, und das ist ihm, glaube ich, sehr bewusst, überlebt, weil Frauen an seiner Seite waren. Das Fräulein R., wer auch immer es war,
die sich für ihn einsetzt, für bessere Haftbedingungen sorgt und für eine vorzeitige Entlassung. Seine Geschwister, seine Schwestern und ganz besonders zwei fremde Frauen im Linzer Gefängnis, die alle zwei Wochen ein Hostier für ihn und andere Gefangene ins Gefängnis schlugen. Und das war lebensgefährlich. Der Priester in Straubing hat ihm die Kommunion verweigert, weil er sich so sehr gefürchtet hat. Und diese zwei Frauen haben ihm die Kommunion gebracht. Und er schließt dann seinen Brief ans Ordinariat und damit schließe auch ich heute. In der Not kann man sich mehr auf die Frauen als auf die Männer verlassen. Sie setzten ihre Stellung, ihre Existenz aufs Spiel und gaben ihr Letztes, um uns zu helfen. Hut ab vor den Frauen.